Recht herzlich willkommen zur 200. Folge von City Skylines. Ja, schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben letztes Mal ein neues Wohngebiet gemacht, hinten beim Dingens. Sag schon, hier haben wir das angelegt. Ja, das läuft. Oder war es da? Doch, das war da, ne? Ja, hier ging so schräg das Wasser rüber. Genau, da haben wir das gemacht. Da wohnen auch schon welche. So, wir wollten dann weiterschauen, dass wir hier das beobachten und auch gleichzeitig... Okay, ich sehe schon, wir müssen hier gerade erst was machen. Gleichzeitig wollten wir noch schauen, dass wir diesen Stau wegmachen, der da irgendwo an der Autobahn ist oder sowas. Jetzt lass uns aber gerade hier erst arbeiten. Räumung beendet. Ne, mehrere Probleme. Diese Räumung ist nicht beendet. Die blinken alle. Die auch. Gut. Da ist ein leerstehendes Haus. Okay, das ist aber jetzt halb so wild. So, wo war der Stau? Das ist jetzt die Frage, ne? Irgendwo auf der Autobahn war der Stau. Oder ist er schon weg? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Hier fließt der Verkehr. War das hier drüben irgendwo? Da ist auf jeden Fall ein Stau, aber der ist jetzt nicht der, den wir hatten, glaube ich. Lass mal gerade gucken, wo fahren die denn alle hin? Die fahren alle nach rechts, oder? Nein, nicht alle. Der ist, hat sich entschieden, geradeaus zu fahren. Aber 90% der Leute fahren nach rechts. Und kommen wir hier mit einer Brücke rüber und können das hier irgendwo anschließen? Gute Frage, ne? Wenn man gerade weiß. Müsste man mal testen, ob man es dadurch entzerren kann, oder? Ich würde das jetzt hier so machen, ne? Gleichzeitig hoch. Geht das auch ein bisschen hoch, oder? Das ist jetzt schwierig, ne? Irgendwo war es doch gerade. Hammer, so wird's gehen, ne? Aber dann sind wir auf der Bahn. Machen wir wieder runter. Machen wir so. Erst hier drunter her. Und dann hoch. Jetzt haben wir irgendwas Falsches. Achso, wir waren in den Untergrund gegangen, sozusagen. Ja, es gestaltet sich gerade schwierig. So, jetzt ist es fertig, ne? Und die, die jetzt nicht da hinten ins Gebiet wollen, sondern mehr hierhin, können da lang fahren. So, gucken, ob das auch passiert. Nicht wirklich, ne? Fährt keiner. Okay, müssen wir natürlich auch einige erst mitkriegen, dass man hier auch rechts fahren kann, oder? Hier der Hotdog-Wagen, der fährt doch jetzt rechts, oder? Ne, doch nicht. Ne, passiert nichts hier. Straße für teuer Geld gebaut und keiner nutzt sie. Wieder mal so ein typischer Büroakt aus dem Rathaus. Naja, mal gucken, vielleicht fährt da ja doch noch mal irgendwann einer, oder? Jetzt kommen ein paar Autos mehr hier. Wahrscheinlich, weil hier vorne vorher noch eine Auffahrt war, ne? Ne, ist aber keiner. Da ist ja die Brücke. Ein Donutwagen fährt auch nicht rechts. Es fährt niemand rechts. Aber die Straße ist doch frei, oder? Hier fährt auch keiner lang. Hier ist der nächste Stau in der Stadt. Fährt tatsächlich hier keiner lang. Ja, okay, aber abreißen wir jetzt nicht. Vielleicht ist es ja irgendwann doch da, dass es funktioniert. Müssen wir dann mal gucken. Jetzt war aber, glaube ich, nicht die Sache das, oder?
Der Stau von da war es ja nicht. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Lass mal, nee, so rum müssen wir. Dann haben wir den normalen Blick. Aber das war noch die Müllwagen hier auf der Autobahn. Dann hat sich das von alleine schon hier gelöst. Hier war doch der Müll. Und da haben wir diese Sache rumgebaut, dass die hier Anschluss haben. Vielleicht hat sich es dann doch aufgelöst. Oder dadurch, dass wir hier verlängert haben. Das haben wir ja auch gemacht, ne? Ja, ist dann wohl so. Dann ist ja alles gut, wenn das sich da der Stau aufgelöst hat. Sonst war ja keiner auf der Strecke, ne? Oder war das woanders und ich vertue mich? Ne, ich glaube, es war nirgends woanders. Das passt schon. Gut, okay. So, da unten haben wir einen grünen Balken noch und wir haben auch noch einen kleinen blauen Balken. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen per Einwohner holen. Können wir hier noch irgendwie erweitern wahrscheinlich, obwohl noch hier Platz ist. Ein paar Stellen sind noch, aber es macht ja auch nichts aus, wenn wir da was weiterbauen. Ja, wir haben da nur ganz kleine Straßen gemacht, war jetzt auch nicht so die dolle Idee, ne? Hier geht es auch wieder nicht weiter. Läuft auch wieder, ne? Dann können wir hier eigentlich noch... Kann man das verlängern? Nein. Also die Strommasten können rein theoretisch ja weg, wenn das hier zugewachsen ist, ne? Aber praktisch ist das so eine Sache, ne? Also hier machen wir so ein paar Stichstraßen immerhin. Vielleicht, aber wir haben... Nee, guck mal, da geht's mal. Da geht es mal, dass wir da drunter herkommen. Und vielleicht sollten wir hier mal eine dicke Straße noch anbinden, die darüber geht. So, ne? Ja, das ist ja schon mal eine Möglichkeit dann auch, dass die da auffahren können. Gut. Und dann machen wir wieder hier so weiter. Hier ging es nicht. Ändert auch nichts, ne? Dieses Stück Straße konnten wir uns sparen. Kriegen wir dadurch auch nicht mehr Leute hin. Also so lassen wir das so. Dann definitiv hier aber noch Hochhäuser hin. Dann müssen wir gleich noch Wasser setzen. Naja, die werden sich nicht sehr erfreuen daran, aber das ist halt so. Kommerz wollte auch noch ein bisschen hier was haben. Kriegen sie die Eckgrundstücke hier. Ja. Ist so, ne? Schicke Wohngebiete hier. Hier gibt es einen kleinen Kommerz. Passt. So, dann brauchen wir noch Wasser. Ziehen wir bis dahin durch. Aber ach, das war doof gelaufen, ne? Das war nur kaltes Wasser. Ich wollte aber warmes haben. So, jetzt haben wir auch warmes. Wieder umschalten. So, da rein. Und da noch hin. Ja, und dann können wir rein theoretisch hier, weil da werden wir irgendwie auch noch gleich eine Straße reinzaubern, würde ich sagen, ne? Die haben wir leider verpasst, sofort zu machen, ne? So, jetzt haben wir die auf jeden Fall. Ja, komm, machen wir so. Da machen wir auch noch nichts hin, weil wir dann noch ein paar... Obwohl, wir können sofort fertig machen, ne?
Ja, ist auch nicht mehr geworden groß, dieses Stück da. Zack, weg. Ja, das so. Gut, hatten wir da jetzt Wasser oder nicht? Hatten wir. Gut, dann können wir da auch Wohnfläche machen. Und wenn wir hier schon so weit sind, dann machen wir das doch mal gerade weg und ergänzen das dadurch. Dann sind alle glücklich. Oh, das war die falsche Farbe, sehe ich gerade. Das wollen wir doch mit großen Häusern hier bestücken. So, passt's. Wieder eine Ecke mehr, ne? So, hier blinken immer noch die gleichen, oder? Und da müssen wir auch noch was ändern. Hier können wir auch noch zubauen, wenn. 98,8 haben wir an Leuten und 16.000 plus. Geht also. Industrie wird hier nicht mehr angesiedelt. Wir haben genug Industrieflächen zurzeit. Ja. Und hier sieht es soweit gut aus. Müssten mal gerade gucken, ob die Müllverbrennungsanlagen. Ja, da könnte man noch eine bauen irgendwo, ne? Da gab es wohl ein Update, kann das sein? Ach, guck mal, wir haben das auf. Dann sieht man das Gelbe und gleichzeitig das auf. Dann sieht man auch die Müllgeschichte, alles klar. Das war sonst nicht, ne? Kann das sein? Okay, aber alles gut. Hier haben wir noch brachliegende Dingens. Sag schon, Deponien. Die sollten wir mal noch überlegen, wo wir die hinschieben können. Also wir haben ja hier ein Zentrum. Das würde ich reduzieren auf dem vorderen Bereich. Weil dann können wir hinten was anderes machen. Und diesen Bereich auch abbauen. Wenn da welche leer sind, müssen wir die demnächst verschieben nach hier. Und da hinten haben wir noch ein bisschen was mit Müll. Weiß nicht, ob wir das hier noch irgendwie müllmäßig erschließen können. Rein theoretisch müsste das ja funktionieren, indem wir hier einfach weiter was machen und da noch ein paar hinsetzen. Und hier oben haben wir noch was, da haben wir noch Platz nach hier. Und sonst wäre mülltechnisch hier hinten noch eine Überlegung wert, ne, in diesem Bereich noch was zu machen. Oder hier, da sind wir auch mit Industrie unterwegs, da könnte man hier einen Eckbereich machen, wo der Müll hingeht noch. Obwohl das relativ zentral ja dann auch wäre, aber Dezentralisierung ist ja angesagt. Ja, können wir so machen, denke ich. Jetzt gucken wir mal gerade hier, Strom ist gut. Wasser, Abwasserklärung könnte ein bisschen besser sein. Da müssen wir mal drüber nachdenken, dass wir das machen. Abwasser noch reinigen. Ah, hier geht noch was. Mach da mal einen aktiv von. Dann wächst das da oben auch. So, sind wir da auch wieder im grünen Bereich. Hier sieht's gut aus. Die Durchschnittsgesundheit 70%, alles klar. Und wie steht's bei Bestattung? Da ist auch gut. Können wir so lassen. Ja. Wohngebietstruktur. Das dunkelblaue ist Gewerbegebiet auf Stufe 3, okay. Umso kräftiger die Farbe, umso besser ist es. Ja, ne? Ist halt so. Hier hinten muss ja ganz dunkel sein, ne? Ja, ist auch das meiste ganz dunkel. Oder ist es das? Ne, das ist das, oder? Naja. Gucken wir da. Wind ist klar. Können wir irgendwo noch ein paar Windräder hinsetzen. Hier sollte man vielleicht noch was machen. Mal Strom brauchen. Brauchen wir gerade aber nicht. Wir können aber auch noch Reiniger aktivieren, wie wir sehen. Ja, Verkehrsprobleme sind hier. Lass mal gerade gucken hier.
Das ist eine normale vierspurige Straße, ne? Ah, hier ist es hier jetzt, dass die auf der Autobahn stehen. War das hier? Nein. Die stehen hier aber auf der Autobahn, das ist das Entscheidende. Und das ist das, was nicht gut ist, ne? Kann man das da noch so machen, dass die auch gleichzeitig auf der anderen Seite abbiegen können? Okay, das würde funktionieren. Sie fahren dann auch da lang. Jetzt fahren sie natürlich nur da lang, ne? Wahrscheinlich, oder? Sieht so aus, ne? Ah, der wäre nämlich besser so rumgefahren und rechts abgebogen. Das läuft dann nicht. Damit haben wir nämlich nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, entzerren durch mehr Fahrspuren, sondern sie stehen natürlich jetzt alle hier an und stehen noch mehr auf der Autobahn. Also hat sich das auch schon wieder erledigt. Nächste grüne Welle bedeutet das hier abreißen, ne? Ja, so muss so sein. Bringt nix. War nur eine Idee, ne? Die nichts gebracht hat. Jetzt fahren die weg und dann können wir das auch abreißen. So ist wieder weg. Das war schon länger, das war schon besser. Man hätte jetzt sagen können, hier darf man nur rechts abbiegen und da darf man nur rechts abbiegen. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Oder? Weiß ich nicht. Dafür müssen wir mal das wegmachen, aber dann kriegen wir keine Info hier, ne? Nee, von der Straße gibt es dann keine Info. Gibt es Infos, wenn ich so mache? Ort ist bereits belegt. Ich hätte ja jetzt eine Info gerne gehabt, aber die gibt's nicht. Nee. Es ist schon ein Verkehr hier, aber... Nee. So, das mal aus. Das an. Gibt's dann? Irgendwie kriegte man doch Informationen auch von den Straßen. Meine Güte, wo ist denn das jetzt? Ach, hier unten war das, ne? Genau. So, jetzt haben wir's. Transportarten anzeigen. Okay, das bringt mir nichts. Kreuzung, Ampelkreuzung ist das schon. Das ist die Vorfahrtsstraße. Kann ich aber auch nichts ändern dadurch, oder? Ja, ich könnte jetzt hier die Ampel wegmachen, ne? Und von dem anderen eine Stoppstraße machen. Dann fahren die von der Autobahn als erstes runter. Und die anderen müssen warten. Nur ich würde ja gerne die Ampel machen mit einer längeren Grünphase, ne? Es ist hier eine Kontaktschleife hin, ne? Und wenn hier Verkehr ist, wird die Ampel da auf jeden Fall grün, damit hier kein Rückstau entsteht, ne? So macht man das heutzutage. Aber so entwickelt sich das ganz gut. Das müssen wir dann mal beobachten, ne? Ich glaube, das läuft. Ja, lassen wir so. Und
sind dann, denke ich, für die Folge durch. Da gibt es ein Wasserproblem. Wieso das? Haben wir nicht genug Wasser? Oder Heizung, wo ist das Problem? Ne, Wasserproblem müsste das sein. Okay, da hat es ganz kurz die Dingens nicht erreicht. Aber das Richtige, ja. So. Deswegen sind da auch immer keine am Boden, ne? Gut. Dann reißt gerade schnell die beiden Häuser hier noch ab. Dann können die da schneller neu bauen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es erst für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.